Ja, hallo und herzlich willkommen hier und heute. Eigentlich wäre jetzt in der Realität ein Qualifikationsspiel und Länderspiel dran. Deswegen machen wir heute auch eine Bundesliga-Pause und spielen mit der Frauennationalmannschaft den Klassiker Deutschland gegen England. Da FIFA 16 das erbietet, habe ich gesagt, dann machen wir das. Tun wir einfach die Nationalmannschaft so ein bisschen, ja, das ist in Ordnung. So ein bisschen einfach begleiten und schauen mal, was daraus wird. Der Klassiker, wie gesagt, Freundschaftsspiel. Elfmeterschießen. Ah, gut, Elfmeterschießen ein bisschen üben. Es kann nie. Ah ja. Jetzt weiß ich auch, was man daneben geschossen hat. Oh, das wird nichts. Das war vorbei. Ja, klar. Wenn man natürlich da einen echten Fußballfreak als Freund hat, ist klar, dass man immer hinter den zurückliegt. Heute So. steht ein Testspiel an. Wir begrüßen Sie herzlich dazu und hoffen, dass Sie sich wie wir auf diese Begegnung freuen. Uns steht heute eine tolle Partie ins Haus. Ein echter Klassiker. Deutschland gegen England. Auch im Frauenfußball sind das immer richtig gute Duelle. Hoffen wir drauf, dass das auch heute der Fall ist. Ja, dann hoffen wir es mal, dass es so ist. Wer sind denn die Rekordhalterinnen bei der englischen Frauennationalmannschaft? Na, da ist zum einen die Mittelfeldspielerin Farrah Williams mit mehr als 130 Berufungen zur Nationalmannschaft und zum anderen die Stürmerin Kelly Smith, die in ihrer 20-jährigen Karriere in der Nationalmannschaft 46 Tore erzielt hat. Wow. Ja, jetzt lehnen wir uns erstmal zurück und lauschen den Hymnen von Deutschland und England. Das war natürlich nur verkürzte Version. Jetzt sehen wir hier die Aufstellung der DFB-Frauen für heute. Heute spielen sie hier in der 4-5-1-Formation. Und es regnet. Schauen wir mal auf die Aufstellung der Engländerinnen. Sie werden ebenfalls im 4-5-1 auflaufen. Im Berliner Olympiastadion lohnt es sich, auch mal eine Stadionführung zu machen. Wahnsinn, was hier für Räumlichkeiten in den Katakomben zu finden sind. Ja, eine davon ist die Aufwärmhalle, die vor allem bei Leichtathletik-Meetings genutzt werden kann. Und auch FIFA wurde hier gespielt mit dem Finale der virtuellen Bundesliga im Jahr 2014. Die heutige Partie wird geleitet von Bethany Kalanich. Auch FIFA wurde hier Anpfiff und gespielt. los geht's. Und wir spielen FIFA dort. Alexandra Popp jetzt. Oh. Taylor. Scott. Ah, falsche Taste. So war die richtige Taste. Mittag. Da kommt der Schuss. Der Ah, Schuss war fett keine händelt. wirkliche Herausforderung. Das müsste sein. Kopfball! Boah!
Aber schön gemacht. Und Farrah Williams. Bronze. Also die Deutschen setzen die Engländerinnen gut unter Druck. Safe outen jetzt. Die trauen sich nicht, die spielen safe. Einwurf für Deutschland. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, da muss ich warten, bis dann doch ein paar da sind. Kämme. Vielleicht Leipholz aus zweiter Reihe. Und jetzt der Schuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Chapman. Williams. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Marjan. Gut geklärt, das war wichtig. Da ist Gößling und hält diesen Ball. Scott. Carney. Jetzt der Konter der Engländer. Sehr gut reingespielt. Und jetzt erstmal der Einwurf für England. Safe outen jetzt. Sie haben den Ball. Chapman. Geht er rein. Gute Szene. Beide unentschieden. Knapp vorbei das Ding. Das war so weit vorbei. Ne, doch nicht. Die Kamera hat noch nicht eingefangen. Also sie trauen sich. Wir trauen sich auch mal aus der Ferne was zu machen. Jetzt die Gelegenheit. Moore. Greenwood. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Moore. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Vorteil. Greenwood. Da kann sich keine Mitspielerin finden mit dem Ball. Das wird Abstoß geben. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Da hat nicht viel gefehlt bei diesem Schussversuch. Schade. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und Farrah Williams. Chapman. Souverän, sie hat den Ball. Gößling. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Kämme. Jetzt könnte der Pass kommen. Da kommt der Schuss. Kämme. Der Ball war nicht platziert genug. Elfmeter. Das muss Elfmeter geben. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Na, jetzt so eine Wiederholung. Naja, hätte man auch nicht unbedingt pfeifen müssen. Pass. 1-0 Deutschland, 32. Minute, 11 Meter Tor, Mittag. Sauber vom Punkt verwandelt.
Das hat sie wirklich gut gemacht, sehr sicher vom Punkt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Ball draußen, es wird Einwurf für Deutschland geben. Pop am Ball. Gefährliche Flanke. Zu nah am Tor. Kommt sie mit der Faust an den Ball, gute Aktion. Kemmer hat schon mal so versucht, aber diesmal haben sie sich den Ball direkt vom Fuß stibitzen lassen. Und jetzt der Freistoß für England. Chapman. So ist es natürlich kein Problem. Sie holt sich den Ball. Sie holen sich den Ball. Scott. Ball draußen. Es gibt Einwurf für die Engländerinnen. Geht okay. Direkt weiter. Schneller Einwurf. Ich hätte jetzt andersrum gesagt. Aber gut. Der Schiedsrichter sieht es besser. Weil der steht Lord unten Holz. Und wir haben hier nur die Kamerabilder. Und laut der. Jetzt hätte sie auch Handspielstationen. Und jetzt der Einwurf für England. Das war nicht. Stoney. Greenwood. Bronson. Scott. Also wenn ihr was erreichen wollt, liebe Engländer, dann müsst ihr auch mal rangehen. Eigentlich seid ihr gerade so ein bisschen im Zugzwang. Aber irgendwie wird das gerade nichts. Pop. Und jetzt der Schuss. Sie kommt raus und hat den Ball. 3 Minuten wird nachgespielt. Knappe Pausenführung. Das wäre. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Halbzeit. 1-0 Deutschland. Und viele Tore haben wir bislang auch noch nicht gesehen. Ja, und die zweite Hälfte könnte noch mal so eng werden. Dann entscheiden hier die kleinen Fehler die Partie. Pass. Ja, hier ist sogar besser als bei den Darmstädtern. Jetzt kann es weitergehen, leider regnet es aber auch nach wie vor. Taylor. Nun Farrah Williams. Bronze. Chapman.
Moore. Taylor. Wow. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Einwurf und das könnte gefährlich werden. 50. Minute haben wir schon. Und Marojan. Und jetzt gibt's Ecke für die deutschen Frauen. Gewährt, aber war auch letztlich kein Problem. Der war nicht schlecht gemacht, dieser Kopfball. Oder der das war zu stark. Geben. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da geht sie gut dazwischen. Schön. Laudär. Leupitz. Mittag. Die Deutschen, die laufen, machen und tun. Es ist schon... Laudär! Oh! Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Es kommt eine frische Spielerin, das kann man auch nachvollziehen, denn im Moment liegen sie zurück. Und jetzt ein Zweikampf. Lassen sich hier den Ball abnehmen. Da hat sie gut aufgepasst und kann dazwischen gehen. Jetzt an der Mittag. Und das Mittag! Das macht sie ganz souverän. Gößling! Tor! Ein fantastischer Treffer! Irgendwie macht sie ihn da rein. Das hätte ich ihr von dort aus nicht zugetraut. Und in dieser Situation ja, gut, der Torhüter, also die Torhüterin hat ja eben schon pariert und daher war sie nicht ganz auf den Dampfer, aber diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Aber super angenommen. Lena Gößling. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Williams. Bronson. Chapman. Greenwood. Und Laudea. Gößling. Kemme. Mittag und 3:0. Wer mir gerade abgestaubt hat, lautet er? Nein. Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Die erste Chance kann sie da noch abwehren, aber dann ging doch nichts mehr. Allerdings auch ein wenig allein.
Jennifer Marocan. Oder Marocan. Ne, Can, glaube ich. Sie liegen deutlich vorn. Oi. Wenn sie schon fast so wichtig, früh in... dass sie an den Ball kommen. Da kommt Mittag. Also mittlerweile müssten sie es doch wissen, wie gut die Deutschen sind, dass sie so jetzt nicht unbedingt die Bälle hergeben dürfen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Die Torschützen von eben. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da passt sie auf und geht dazwischen. Scott. Ah, jetzt mal nimmt er es endlich an. Bronze. So. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Williams. Da steht sie gut, kann den Ball abfangen. Jetzt haben sie den Ball. Ah, er hält den Ball. Scott. Du warst vielleicht noch ein Ticken zu egoistisch, aber gut. Greenwood. Schuld. Was war das denn? Ecke könnte Gefahr also der erste Ballkontakt von der Torhüterin. Und jetzt die Auswechslung bei Deutschland. Na gut. Babette Peter kommt und Annike Gran geht. Jetzt der Wechsel bei England. Oh je. Weil ist die Engländer Zeit schinden, damit nicht zu verlieren? Der Ball kommt rein, aber die Torhüterin ist zur Stelle. Ja, war gerade gar nichts, also gut, dass der Schiedsrichter einfach weiterspielen lässt. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden... Kössling! Oh, Ecke. Es gibt Eckball. Kopfball! Jetzt 4-0! Super Timing per Kopf! So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Ja, der Eckball kam gut rein, da sah man schon, dass es gefährlich wird. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Bianca Schmid. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Beziehungsweise wollte ich nach dem Ankicken machen. Die Engländerinnen wechseln. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auf. Ja.
Ich hatte es nicht gedacht, dass das so einseitig wird. Auch das Ergebnis aus. Jetzt Pharrell Williams. Und aber ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mitgerechnet, dass das so einseitig wird. Also das ist Moore. Karen Carney jetzt. Super Timing, den Ball holt einseitig sich. Werden könnte, ja, aber so extrem, nein. Nun Marochan. Und jetzt Aluko. Moore. Nobs. Super Flanke. Die Flanke ist gar kein Problem für sie. 2 Minuten Nachspielzeit. Bronze. Greenwood. Das ist schon bei einem 4:0. Sie wollen den Druck aufrechterhalten und bringen hier eine weitere Angreiferin. Und so können Sie den Ball dann vielleicht auch vorne halten, weit weg vom eigenen Tor. Macht in meinen Augen Sinn. Ich glaube eher, das ist Zeit schinden für das 4:0. Gößling kann da nicht jetzt zwei. Die schießt es schnell ab. 4:0 für Deutschland. Die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Also das war wirklich schon ein extremes Spiel. Jetzt zu 0. Ja, liebe Leute, das war's. Das war das Testspiel die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gegen die Engländerinnen. Und ja, ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht, so den Ausflug ins FIFA 16 Frauenleben. Anja Mittag! Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Und da zieht sie ab. Das macht sie ganz souverän und hält diesen Ball. Ein fantastischer Treffer. Und ja. Da kommt der Schuss. Da ist sie auch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so leicht wird. Habe eigentlich eher gedacht, ich habe da mehr zu kämpfen. Und jetzt der Schuss. Da passt sie gut auf und kann den Ball abwehren. Saskia Batusiak, das hat sie klasse gemacht. Der Ball ist drin, super Timing per Kopf. Ja, super Timing per Kopf. Wie gesagt, ich habe damit nicht gerechnet und als nächstes werden wir wieder die Bundesliga sehen.
Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Schaltet wieder ein. 18:0 Torschüsse. Eieiei. Obwohl England wesentlich mehr Ballbesitz hat. Aber die haben es tatsächlich nur dazu genutzt, um nicht noch mehr Tore zu fangen. Und nicht um, anzugreifen. Also wie gesagt, wir sehen uns dann wieder zum Spiel der Lilien. Also macht's gut. Bye bye. Da kann man einen Schwarm von Chinesen herbeirufen, die Gegner angreifen. Gut, er kann auch immer noch Tipps, beim Händler kann man auch noch so ein paar Tipps geben. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht ganz so viel Geld, weil ich dann doch ein bisschen schnell durch den Anfangsbereich durch bin.